Füge dem Gegner Schaden mit einem Nahkampfangriff zu mit dieser neuen Fortnite Data One Aufgabe, diesem neuen Fortnite Data One Auftrag. Habe ich dir in diesem Video, wenn du es feierst, lass einen Daumen hoch da, kostet es, aber mach die Glocke an. Jo Leute, wenn ihr die Aufnahme machen wollt, ist ganz easy. Ihr müsst einfach mit der Spitzhacke auf ihn draufhauen. Ihr sagt euch, Alter, wie soll ich das machen? Die laufen auch von mir weg oder die schießen auf mich. Ganz einfach. Müsst ihr beim Landen gucken, wo einer landet, oder ihr macht das mit Bots. Die nächste Aufgabe mit der Schrotflinte geht mit den Wachen von den 7 Außenposten und den Sanctuary. Mit der Aufgabe geht es leider nicht. Ich habe es jetzt zweimal ausprobiert. Ich dachte, mit der Schrotflinte hat es auf jeden Fall funktioniert. So, guckt einfach, wo die Typen hier landen. Ja. Ihr könnt natürlich einen knocken und dann einfach... Alter, wo sind hier die Leute? Also ihr könnt auch einfach einen knocken und den, der da genockt ist. Wieso kann man das nicht abbauen? Ihr könnt auch einfach, der da genockt ist, dann einmal mit der Spitzhacke geben. Ihr müsst den nicht killen. Ihr müsst da nicht auch irgendwie unendlich Damage drauf machen. Guck mal hier, da sind eh schon 3000 Leute. Weil die laufen hier aufeinander zu. Hallo. Ja, und dann müsst ihr einfach nur einmal ein paar Mal draufhauen. Und Flügel geht dann. Okay, jetzt haben wir den Auftrag abgeschlossen. Ihr habt gesehen, hat funktioniert, ne? Das war's, das Ganze. Das nächste müssen wir das Ganze mit der Schrotflinte machen. Ist genau das gleiche. Sucht eine Schrotflinte, schießt auf die Leute drauf. Oder macht das mit den Wachen. Mit den Wachen in Sanctuary funktioniert auf jeden Fall. 7 Außenposten habe ich noch nicht ausprobiert. Mache ich euch gleich noch ein Video zu. Also vielen Dank fürs Gucken. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.